Hey Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Pokémon Omega Rubin. In den letzten beiden Parts haben wir ziemlich krasse Fights hinter uns gebracht. Das war einmal der Rival Fight gegen Maiko auf Route 110, der ziemlich berüchtigt dafür ist, dass er gern mal einen Run beenden kann, beziehungsweise auch in den normalen Games ohne Randomizer-Einstellung ist der Kampf, glaube ich, ziemlich berüchtigt auf Route 110. Und im letzten Part haben wir gegen Arena-Leiter Walter gekämpft. Der war jetzt nicht ganz so krass, was sein Stärkelevel anging, aber wir haben uns trotzdem den dritten Orden geholt und deswegen würde ich vorschlagen, machen wir heute was Entspannteres und zwar erkunden wir einfach mal Wiesenflur, das vom Wind gestreichelte Hochland mit dem süßen Duft des Grases. Hi! Siehst du die Höhle neben dem Pokémon-Supermarkt? Da drin ist ein Typ, der die Felsbrocken aus dem Weg räumen will, um auf die andere Seite zu gelangen. Es wäre echt toll, wenn das klappen würde. Ein Besuch in Metaross City wäre dann ganz einfach. Stimmt, für die wäre das direkt so eine Anbindung an so eine Metropole, ne? Wobei, gut, das haben sie auch hier nach rechts schon bei Route 117 in Richtung Malvenfroh City, aber kann ja nicht schaden. Wo er gerade so vom Pokémon-Supermarkt gesprochen hat. Schauen wir mal an, was es hier mittlerweile so zu kaufen gibt. Oh, es gibt schon Hyperbälle. Gibt es denn auch schon Hypertränke mittlerweile? Hyperheiler meine ich. Hypertränke gibt es natürlich hier oben schon. Aber da es auch Hyperheiler gibt, werde ich mir davon direkt mal 5 Stück einstecken. Das kann nicht schaden. Und der wichtige Boy ist der Boy hier. Der kann nämlich theoretisch sehr, sehr krasse Items im Angebot haben. Wir schauen mal, er hat einen Akku, ein Zauberwasser und ein Eisen. Ein gehaltvolles Getränk, das den Verteidigungsbasiswert eines Pokémon dauerhaft erhöht. Ja, hätte ich genug Geld einstecken, würde ich das mitnehmen. Aber für jetzt nehme ich mir erstmal ein Zauberwasser mit. Das wird nämlich für die Wasserattacken von Sarah sehr praktisch. Da kriegen wir noch einen 10% Angriffsboost. Dann gebe ich ihr das Item auch gleich mal, damit ich das später nicht vergesse. Vor allem, weil sie gerade, glaube ich, nur eine Beere trägt, die Maronbeere. Genau, das ist jetzt nicht so wichtig. Ja, der Akku, den er noch im Angebot hatte, ist eigentlich auch nicht wichtig. Talken wir mit der hier. Ball, Ball, Nest, Ball, 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 Luxusball. Als ich in Carlos war, hat mir so ein merkwürdiger, rot angezogener Typ dieses Lied beigebracht. Lol, das ist einer von Team Flair gewesen. In einem Kampf sollte man immer einen Vorrat an... Okay, alles klar. Dankeschön. Das ist jemand, der auf die X-Items setzt. Ich will nicht sagen, dass deine Meinung Trash ist. Aber ich bin mir sicher, dass deine Meinung Trash ist. Sie verkaufen keine Items, mit denen man einen Wettbewerb gewinnen kann. Das bedeutet, dass du deine Pokémon mit äußerster Sorgfalt aufziehen musst. Danke für den Tipp. Aber ich glaube, das werde ich im Laufe dieses Spielstands hier nicht machen. Wo wir gerade beim Thema Wettbewerb waren, kann ich das mit Xenia und Seblu auch hier triggern? Nee, okay, dafür muss ich dann wirklich nach Graffitport zurück und muss das da noch machen. Das machen wir dann irgendwann, wenn wir Fliegen haben und ordentlich backtracken können. Ich habe nach wie vor noch nicht so wirklich Lust auf die Wettbewerbe, aber ja, der Vollständigkeit halber würde ich es mir schon irgendwann mal anschauen. Pokémon-Wettbewerb live. Meldet euch an, versammelt euch Pokémon und Trainer. Könnte ich jetzt auch schon reingehen? Ich habe die Karte von ihr ja schon bekommen. Nee, das machen wir jetzt nicht. Wir haben noch genug Sachen vor. Mittlerweile habe ich großes Vertrauen in die Putzigkeiten. Okay, alles klar. Bis jetzt haben die NPCs nicht so wichtige Sachen gesagt, tatsächlich. Der Wind steht hier immer so günstig, dass die Vulkanasche nie hierher geweht wird. Die Luft ist sauber und klar. Hier zu leben hilft auch schwachen und kränklichen Menschen. Ja, wie Heiko zum Beispiel. Ist der denn hier irgendwo? Hi. Weit von hier, in Prachtpolis City, findest du die Pokémon-Liga. Schon wieder eine Carlos-Anspielung, oder? Prachtpolis City war doch Carlos. Die Trainer dort sind alle geradezu furchterregend talentiert. In der Pokémon-Liga musst du die Top 4 hintereinander besiegen. So sind die Regeln. Wenn du gegen einen dieser Trainer verlierst, musst du die Herausforderung von vorne beginnen. Wir können uns hier nebenbei auch noch ein bisschen Zeit nehmen, uns die schönen Assets hier mal noch anzuschauen. Die sehen ja ein bisschen besser aus, seitdem ich die HD-Texturen aktiviert habe. Hier haben wir zum Beispiel noch ein paar Bücher stehen. Eine Sammlung von Pokémon-Büchern. Ja, klar. Was auch sonst? Liegt hier im Abfalleimer was? Nee. Aber die haben einfach... Kann ich mich hier hinsetzen? Ja.
Die haben einfach so eine Kleeblatt-Tischdecke. Wie cool ist das denn? Kann ich mir die einstecken? Nee? Schade. Hätte ich gern für meine Geheimbasis mitgenommen. Naja, man kann nicht alles haben. Heikes Haus? Heikes Haus? Nicht Heikos Haus? Oder eher das seiner Familie? Oh, du bist es. Heiko ist allerdings nicht hier. Wie, der ist nicht hier? Nachdem er in Malpro City gegen dich verloren hat, ist er losgezogen, um stärker zu werden. Es müssen die Pokémon gewesen sein, die ihm so viel Lebensenergie und Hoffnung gegeben haben. Der Freund meiner Tochter besitzt viel Schwung und Energie. Er gräbt ununterbrochen einen Tunnel, damit er meine Tochter sehen kann. Meine Tochter ist etwas besorgt deswegen und schaut jeden Tag nach ihm. Ja, okay. Dann ist Heiko direkt wieder aufgebrochen. Mal schauen, wann wir den wieder sehen werden. Und der Tochter, von der eben gesprochen wurde, der werden wir auch gleich helfen. Wir schauen uns das Ganze gleich mal im Metaflor-Tunnel an. Vielleicht können wir ja dem guten Kollegen, der den Tunnel graben möchte, ein wenig zur Hand gehen. Mein Knilz ist verschwunden. Eben war es noch bei dem Schild, wo es wohin ist. Das ist immer noch hier, oder? Ah, ich glaube, dafür brauche ich dann später ein Item aus der Story, was wir vom guten Troll bekommen. Da muss ich hier nochmal hin zurückkommen. Wenn ich jetzt hier eigentlich die ganze Zeit dagegen laufe, heißt das, dass ich das Knilz trete? Nein, nein, sicherlich nicht. Ich höre lieber auf damit, aber bestimmt nicht. Zeig mir doch mal dein Pokémon. Ich prüfe, wie sehr es dich mag. Oh, dein Pokémon. Es sieht sehr glücklich aus. Es mag dich wirklich sehr. Sie hat eben Dragonmaid bewertet, oder? Ja. Schauen wir uns das Ganze mal bei Tubricks an. Der müsste uns ja noch ein bisschen mehr mögen. Zeig mir doch mal dein Pokémon. Oh, dein Pokémon. Es sieht sehr glücklich aus. Es mag dich wirklich sehr. Okay. Macht scheinbar noch keinen Unterschied. Na dann. Leade ich wieder mit Dragonmaid. Oh, liegt hier was im Abfalleimer? Nee, auch nicht. Schade. Irgendwann werde ich Überreste da drin finden, sage ich euch. Und damit haben wir so mit allen NPCs hier getalkt, oder? Alright. Dann auf zum... Ah, nee, hier steht noch jemand. Mein Papa hat mir erzählt, dass der Tunnel voller scheuer Pokémon sei, denen laute Geräusche arg zusetzen. Aus diesem Grund musste auch das Tunnelprojekt gestoppt werden. Aber es gibt einen Mann, der versucht, den Tunnel alleine weiterzugraben. Ja. Der Metaflur-Tunnel. Gibt es hier noch andere Encounter als Kryptok? Na, das werden wir gleich sehen. Hier ist erstmal noch ein Weg. Route 116. Ist Route 116 ein neuer Encounter? Theoretisch. Metaflur-Tunnel, Route 116. Nee, das ist die Route, wo wir Sarah gefangen haben. Okay, alles klar. Hallo, was machst du denn hier? Ich habe meine Brille verloren. Kannst du mir helfen, sie zu finden? Klar, kein Ding. Dafür habe ich ein Itemradar. Ah, hier liegt sie doch bestimmt schon. Oh mein Gott! Ein Jubelball, was? Das ist der Ball, in dem Event-Pokémon verteilt werden. Wo ist der? Hier unten. Ein seltener Ball, der als Reminiszenz an irgendein Ereignis hergestellt wurde. Boah, das ist cool, dass ich davon mal wieder einen finde. Der ist leider nur so stark wie ein Pokéball. Aber ich hoffe, dass wir uns damit trotzdem einen coolen, besonderen Encounter holen können. Am besten wäre natürlich sowas wie ein Shiny. Das wäre extrem nice, aber wir werden schon was Cooles finden, was wir mit dem Ball fangen können. Und hier liegt noch einmal X-Abwehr. Joa, werde ich nicht unbedingt brauchen, aber ich nehme es mal mit. So, war jetzt hier theoretisch seine Brille dabei? Ich habe meine Brille verloren. Kannst du mir helfen, sie zu finden? Ich kann meine Brille nirgends finden. Ja, du hast auch noch eine auf, ne? Ist dir schon bewusst. Wo habe ich sie diesmal liegen lassen? Ah, und er haut einfach ab. Komischer Dude. Egal. Ich glaube, es gibt jetzt hier auch noch einen Trainerfight, ne? Ja. Gegen diesen Wanderer. Ein Wanderer in den Bergen nennt man gerne auch schon mal einen Bergmensch. Was ich mich frage, warum nennt man dann ein Pokémon in den Bergen nicht auch ein Berg-Pokémon? Kann ich dir nicht beantworten. Denn zur Donner. Och nö, er hat einen Felinara, deswegen auch Donner, weil das den Kreuzdonner kann. Egal. Dragonmaid
wird instant die erste Steinkante des Parts wieder connecten. Let's go. Was? Tut Dragonmaid nicht. Aber wir kriegen auch kaum Schaden, okay. Und die Steinkante connected. Ist das ein One-Shot? Na, das ist kein One-Shot? Ich würde gerade sagen, natürlich ist das ein One-Shot und dann überlebt er so mit einem KP. Oh, oh. Jetzt wird es ja gefährlich für Dragonmaid. Alright. Felinara konnten wir schon mal aus dem Weg räumen. Was hat er noch? Oh, und Level 19 für Dragonmaid. Wichtig. Er hat noch einen Rotom in der Ofenform. Ja, dem hau ich auch eine Steinkante rein. Er kann Feuerzahn. Und das macht ganze 4 KP Schaden. Aua. Ja, ich glaube, was Stärkeres kommt da nicht. Aber wenn wir zurückschrecken und nicht angreifen können, ist es natürlich genauso uncool. Jetzt senkt er noch unseren Angriffswert. Dragonmaid, bitte tipp einfach, damit wir den Fight hier beenden können. Dankeschön. Es hätte gar nicht so knapp sein müssen, hätte Dragonmaid instant die Steinkanten connected. Oh, hier liegt auch noch ein Item. Eine Schönschuppe. Die brauchen wir, um Barschwa zu entwickeln. Ich denke nicht, dass wir im Laufe des Runs einen Barschwa finden werden, aber es ist schön, die schon mal zu haben. Eine seltsame Schuppe, durch die sich bestimmte Pokémon entwickeln. Sie funkeln in den Farben des Regenbogens. Ja, nice to have. Kann man sich nicht beklagen. Wenn ich doch nur ein Pokémon hätte, das Zertrümmerer beherrscht, dann könnte ich es bitten, diese Felsen für mich aus dem Weg zu räumen. Okay. Dann holen wir uns mal ein Pokémon mit Zertrümmerer. Und ich würde vorschlagen, dass wir Branavards Zertrümmerer beibringen. Ich habe leider nicht mehr im Kopf, wo der Attackenverlerner war. Ich weiß, dass ich zwischendurch nachgeschaut hatte. Ich weiß aber auch, dass ich es wieder vergessen habe. Sollte nicht allzu weit weg sein. Ach so, in Segrasulp City oder so hieß es, glaube ich, im Deutschen. Moment, sehe ich das auf der Map schon? Hier oben, ja. Segrasulp. Dieses beliebte Reiseziel erfährt gerade dank Pokémon-Wettbewerb live einen Aufschwung. Da kommen wir aber erst... Ja doch, da kommen wir erst relativ spät hin. Okay. Dann bringen wir das auf jeden Fall Branavards bei. Ich möchte nämlich nicht noch mehr Slots von Sarah mit VM-Attacken wasten. Wir... lassen erstmal die Jalga in der Box, das ist gerade unser stärkstes Teammitglied, und dann holen wir ihn später wieder ab, sobald wir mit Zertrümmerer da alles erledigt haben. Noch ein Grund, warum es bei Branavards am meisten Sinn macht, ihm Zertrümmerer beizubringen: seine Attacken verwandeln sich eh alle zu Eisattacken. Außerdem, das sehe ich das gerade, er heißt ja Gamma Bunta. Das heißt, wir holen ihn immer so auf Jutsu des vertrauten Geistesbasis. Wenn wir ihn für eine VM brauchen, das gefällt mir sehr gut. Die Idee mag ich. Yo, Gamma Bunta, hilf mir mal ein paar Felsen zu zerstören, kein Problem. Mach ich. Oh, dein Pokémon beherrscht der Zertrümmerer. Hallo, das ist kein Pokémon, das ist Gamma Bunta. Dann hätte ich eine Bitte, könnte dein Pokémon so gut sein und diese Felsen aus dem Weg schaffen? Ja, aber hör auf, ein Pokémon zu nennen. Was soll das denn? Oh, vielen Dank. Als Zeichen meiner Dankbarkeit kriegst du das hier von mir. Tommy erhält Stollers Need? Das ist doch nicht das normale Item, was man hier bekommt, oder? Das ist doch randomized. Gibt der ihm einfach so ein Stollers Need? Das hier habe ich beim Tunnelgraben gefunden. Ich spüre ganz deutlich, dass es irgendeine mysteriöse Macht in sich birgt, aber ich kann nichts damit anfangen. Falki, jetzt kann ich dich jederzeit besuchen. Das ist wunderbar. Bitte ruh dich ein bisschen in meinem Haus aus. Was? Also, das ist sehr selbstlos von ihm. Einerseits, dass er den Tunnel gräbt und andererseits, dass er uns einfach einen Megastein überlässt. Damit haben wir jetzt aber auch eine Abkürzung nach Metaross City geschaffen. Das wird für uns später bestimmt auch noch praktisch. Wobei, sobald wir dann Fliegen haben, ist es eigentlich eh egal. Dann können wir eh in jede Stadt reisen. Okay. Damit hat Gamma Bunta erstmal alle Zertrümmererfelsen aus dem Weg geräumt, die uns gerade so gestört haben. Wir werden ihn in der nächsten Folge nochmal brauchen, wenn wir dann wieder
Richtung Malbenpro gehen und dann vielleicht auch langsam schon Richtung Schlotberg aufbrechen. Mal schauen. Ja, Dragonmaid und Rykard sind Level 19, die anderen beiden 20, du bist 20, Lars 22. Dann gehen wir jetzt erstmal nach rechts fighten, wobei wir gehen nochmal kurz mit den beiden talken, vielleicht bekommt man noch irgendwas. Sie hat ja davon gesprochen, dass sie jetzt hier im Haus sind. Hi. Dank dir kann ich meine Freundin jetzt jeden Tag sehen, ob ich glücklich bin, darauf kannst du wetten. Du bist also Kommi. Heiko hat mir von dir erzählt. Ich bin Heikos Cousine. Nett, dich kennenzulernen. Okay. Und kriegt leider kein Item. Aber waren noch ein paar holsame Texte. Dann geht's jetzt ans Eingemachte. Dann wird jetzt ein bisschen gefightet. Let's go. Boah. Wie gut das Theme Instant schon wieder ist. Und das, obwohl ich nur in den Trainer reingelaufen bin. Möchtest du vielleicht gegen mein Pokémon-Team kämpfen? Oh ja. Deswegen bin ich hier. Operator Alex mit einem Smetbo. Also ich sag's euch so, wie es ist. Wenn da eine Steinkante connected, war's das mit dem Smetbo. Oh, er kann Kehrtwende. Damit rettet er sich natürlich erstmal. Und er switcht in Velsa. Das ist überhaupt nicht gut. Das muss Nazine regeln. Wir haben nämlich ziemlich krasse Bodenschwächen im Team. Und ich glaube, wir haben kein besseres Matchup als Krippo gegen Belser. Ja. Oh, denkt das gut. Die Initiative sinkt, aber das ist nicht so schlimm. Und ich würde sagen, wir hauen ihm einen Spukball ins Gesicht. Oh, der kann auch Schlagbohrer. Aua. 12 Damage sind in Ordnung. Na gut, wir machen guten Damage mit dem Schubball. Das Problem ist nur, dass Krippok dann schon so gut wie raus ist für den Fight. Dem können wir nicht mehr allzu viel zumuten, beziehungsweise ihr. Level 20 für Dragonmaid, gut. Und da kommt ein Ohrdoch. Ist Ohrdoch schon Typ Feen der Generation oder kommt das mit der Mega-Entwicklung? Ich hau mal einen Steigerungshieb. Nein. Okay. Das Teil setzt Wutanfall ein und macht uns 8 Damage. Das heißt, wir halten noch einen Hit aus, so oder so, wenn es kein Quit wird. Und mit dem nächsten Steigerungshieb können wir Ohrdoch vielleicht sogar schon killen. Wenn es jetzt ein Quit wird, weine ich übrigens. Okay. Ja. Das hat ziemlich gut funktioniert. Dann switche ich mal in Wildcard, würde ich sagen. Wobei, der hat nur eine 31er Verteidigung. Dann eher in Dragonmaid. Um den letzten Hit von Wutanfall zu tanken. Dann ist Ohrdoch verwirrt und wir können zum Beispiel mit Dampfwalze oder so finishen. Ja. Easy. Schön wäre es, wenn er jetzt wieder das Smetbo einsetzt. Dann könnte ich es mit Steinkante nochmal versuchen. Das Smetbo zu one-shotten. Oh, Level 21 für Dragonmaid schon. Das geht immer so schnell in den neuen Gens. Dragonmaid versucht, Juwelenkraft zu erlernen. Ist eine coole Attacke, brauchen wir aber auch Brizoros nicht, da es physisch angreift. Och nee, der hat einen Wailord. Mit Deltawind natürlich wieder die Fähigkeit von Rayquaza. Wieso sollte ich auch irgendwas mal keine Legi-Fähigkeit haben. Das übernimmt Blast. Frage ist nur, greifen wir mit Eisenschädel oder mit Feuerodem an? Oh Gott, der kann auch Dampfwalze. Zum Glück macht das nicht viel Schaden. Dafür kriegt er einen Eisenschädel ins Gesicht. Los, Blast! Sehr schön. Und jetzt finish ich ihn mit einem Feuerodem. Ach nö, das Teil kann Raub. Was klaust du mir? Das Schlauglas, kriege ich das wieder? Ich hoffe, ich krieg das wieder. Ich habe keinen Bock, in dem Projekt dauernd beklaut zu werden. Das ist ja in jedem Part mittlerweile so. Was soll das eigentlich? Das ist doch
Muss doch nicht sein. Noch ein Volbeat. Ja, Eisenschädel. Let's go. Und ich glaube, nach dem Fight kann ich auch instant schon heilen gehen. Dadurch, dass die Träne hier 6 Pokémon hat, hat er schon ein bisschen was auf dem Kasten. Es kommt noch ein Baldor-Fisch. Wasser, Gift. Da sollten wir mit Eisenschädel guten Damage machen. Ja, sehr schön. Da können wir wieder mit Feuerodem finishen. Mittlerweile mag ich Multi-Hit-Attacken wirklich nicht mehr. Die sind immer so nervig, die dauern so lange und im Endeffekt passiert nicht viel, außer dass man, keine Ahnung, 5 KP Schaden bekommt. Es wirkt doch so, als würden Multi-Hit-Attacken gerade in den 3DS-Generationen ziemlich lang andauern, aber kann auch sein, dass es in den 2DS-Teilen, in den normalen DS-Teilen, die noch so ein bisschen zweidimensional waren, genauso schlimm waren. Wer möchte Verhöhner erlernen? Last möchte Verhöhner erlernen. Bringt das Tier in Rage. Dieses kann über 3 Runden hinweg nur noch angreifen. Boah, nee, Last. Nee, muss nicht. Wir müssen hier keine Gegner verhöhnen. Nicht in der Naslog. Alright. Dann würde ich sagen, ist jetzt Tubrix dran. Der kämpft gegen die restlichen Trainer. Und nächstes Mal leaden wir dann wieder mit Rykard. Genau, Dragonite hat sehr gut aufgeholt vom Level, ist jetzt schon auf Level 22, damit das zweitstärkste, das ziehen auf Level 21. Ja, wir könnten jetzt auch noch mit Rykard spielen, aber ich habe mehr Lust auf Glurak, wenn ich ehrlich bin. Einfach ein bisschen zu sweeten. Kämpfst du hier? Was meinst du? Sind diese Blumen nicht wunderhübsch? Die habe ich alle selbst gepflanzt. Wunderhübsch sind die. Und hier gibt es noch ein Item. Nee, ein Megastein. Nee, ein Metronom. Okay, das ist schon mal gut zu wissen. Die Megasteine sind auch randomized. Davon war ja auch irgendwie auszugehen. Normalerweise wäre das hier, glaube ich, sogar das Simsalanit gewesen. Bin ich mir aber nicht hundertprozentig sicher. Ja, Metronom ist okay. Denke ich. Ist ganz cool. Okay, wer kämpft jetzt hier noch? Da könnte ich was mit Zerschneider machen. Gibt es da noch ein Item? Da gibt es noch ein Item. Lohnt sich das? Eine Enigma-Bäre. Nee, ich glaube, das lohnt sich nicht wirklich. Okay. Was war denn das für ein Pokémon? Ich will schon wieder so viel erkunden auf der Route hier. Ich schaue nur mal kurz. Ist es hier unten? Nee, muss oben irgendwo sein. Das ist ein, wenn du fliebest. Okay, das brauchen wir nicht. Ich habe mich schon wieder voll ablenken lassen. Ich wollte eigentlich... Oh, ein Golking! Einer fighten gehen. Wir haben hier auf jeden Fall noch den Käfersammler rumstehen. Ich war früher mal ein Käfersammler, heute bin ich ein Käfermaniac. Was sich über all die Zeit nie geändert hat, ist meine Liebe zu den Pokémon. Glaube nicht, dass du ein Käfermaniac bist. Elite-Trainer-Show. Er hat ein Trikäferlo, ach so, okay. Was für Käfer-Pokémon. Kann Tubrix das One-Shotten? Mit Luftschnitt? Ui, okay. Not bad. Apropos One-Shotten. Wir haben ja auch auf Tubrix noch den Boost mit dem Ballglas, was spezielle Attacken angeht. Das heißt, wir haben mittlerweile effektiv einen Spezialangriff von 120 schon. Alter. Ist das krass. Und Lars hat, by the way, sein Schlauglas zurückbekommen nach dem Fight eben. Okay, sehr gut. Was machen wir gegen Luxtra? Das könnte gefährlich werden. Switch ich oder hau ich einfach weiter mit Luftschnitt drauf? Ich glaube, ich hau weiter mit Luftschnitt drauf. Ist das stark genug? Nee, das ist nicht stark genug. Was kommt da? Eisstrahl. Eisstrahl resisten wir. Also ist neutral. Sehr schön.
Ich setze noch Heilblockade ein. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Ich heile ja im Kampf eh nicht. Allein schon durch das Regelset der Nuzlocke. Und damit haben wir auch Lyxtra aus dem Weg geräumt. Oh, du bist erlernt die erste Feuerattacke. Feuerreigen auch noch. 80er Stärke, 100er Genauigkeit. Hüllt das Ziel mit einer Feuerhose in Flammen. Kann den Spezialangriff des Anwenders erhöhen. Also, die Attacke möchte ich auf jeden Fall, aber was verlernen wir dafür? Kraftreserve ist gute Coverage gegen Wasser-Pokémon. Lobschnitt ist ein Step-Move. Ja, dann kommt Flammbad weg. Ja, wir haben jetzt Rykard im Team als Skip-Pokémon. Dann kann Turbrix sich komplett auf sein Element fokussieren. Und jetzt hat er tatsächlich noch ein Parasect. Das ist ja wirklich zumindest noch ein Käfer-Pokémon. Naja, immerhin. Ich würde auch gerne direkt Feuerreigen einsetzen, damit wir uns das Ganze mal anschauen können. Aber das Wahlglas erlaubt nur den Einsatz von Luftschnitt. So, jetzt will ich aber ordentlich Geld für den Kampf. Leider hat sich ja auch mein Kampfstil nicht verbessert. Oh Mann. 420 Pokédollar. Naja, ist okay. Oh, die kämpft auch noch. Die hat doch wieder 6 Pokémon einstecken, oder? Und sie hat auch ein Tsikefalo. Och nö. Und das sogar auf Level 7, das ist noch 2 Level höher. Komm schon, Fubrix. Zeig allen, wie stark du bist. Oh! Let's go! 2 Tsikefalo in einer Folge gewonnen-shottet. Schon Level 22 mittlerweile, ein 88er Spezialangriff. Stimmt, durch Tsikefalo bekommt Turbrix auch noch ein paar Spezialangriff-IV, das ist sehr gut. Ich versuche einfach mit Luftschnitt durchzusweepen. Aber bis jetzt hat sie ziemlich coole Pokémon. Ist sie eine Drachentrainerin geworden? Oh, nee. Die hat auch noch ein Geweiher. Das heißt, es war nur random eben. So, bitte kein Gesteinspo. Ah, sie hat auch noch ein Volcanion. Was das seltenste Pokémon oder eins der seltensten Pokémon aus der gesamten 6. Gen ist. Und dazu ein legendäres oder mystisches Pokémon. Rubik's Lupschit. Das hätte gefährlich werden können mit seiner Signature-Attacke. Die ist, glaube ich, Wasser und Feuer gleichzeitig vom Typen her. Irgendwie so war das. Und ja, ich bin sehr froh, dass der Luftschnitt das eben gekillt hat. Instant Level 23 für Turbrix und er kriegt einfach einen Spezialangriff von 92 mittlerweile. Alter, Papinella. Das Ding hatte auch keine Chance gegen Turbrix. Oh mein Gott. Also ich wurde in den Kommentaren gefragt, warum ich den Glurak gewählt habe bei den Startern. Ein Mega-Skaraborn, das wird auch einfach nur umkippen bei Luftschnitt. Das ist die Antwort, schaut euch das an. Das Teil one-shottet alles. Ich habe nichts anderes gemacht, außer Luftschnitt eingesetzt. Und es gewinnt jeden Fight, sogar gegen Tsikefalo auf, naja, beinahe demselben Level. Level 24. Ein Spezialangriff von 96. Beim nächsten Level-Up. Bei Level 25 wird Turbrix einen Spezialangriff von 100 knacken und durch das Wahlglas hat er einen von 150. Alright, guys. Wir nehmen uns nächstes Mal noch die beiden Trainer hier vor. Den einen hier oben und die zwei hier unten. Dann schauen wir uns ein bisschen was bei Malvenpro an. Und danach, ja, wie vorhin schon angesprochen, brechen wir vielleicht langsam Richtung Schlotberg auf. In dem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao!